Guten Tag, Lars Kratzeller ist mein Name von den Spätarchitekten. Das heutige Thema ist Bauen mit einem Bebauungsplan. Dazu gleich im Video mehr. Bauen mit einem Bebauungsplan. Was bedeutet das? Es gibt viele Gebiete in den Städten und Dörfern, wo es einen Bebauungsplan gibt. Dieser Bebauungsplan sagt ganz klar, was Sie bauen dürfen. Wie hoch darf das Haus sein? Welche Dachform darf es haben? Inwieweit gibt es Baugrenzen? Bis wohin dürfen Sie etwas anbauen oder neu bauen? Aber diese Bebauungspläne sind zum Teil schon sehr, sehr alt, von 1950, 1960 und entsprechen daher nicht mehr den heutigen Anforderungen. Das heutige große Thema ist Wohnungsnot. Viele alte Parzellen, alte Grundstücke haben kleine Häuser drauf und der Bebauungsplan sieht es vielleicht nicht vor, dort einen großzügigeren Anbau vorzusehen. Aus dieser Brisanz heraus, dass es so eine große Wohnungsnot gibt, werden viele Bebauungspläne nach und nach ausgedehnt und man bekommt Befreiungen dazu. Gleiches gilt für Flachdächer zum Beispiel, die es früher in den 50er oder 60er Jahren noch nicht gegeben hat und wo es der Bebauungsplan in der Form nicht vorsieht. Grundsätzlich gilt, je mehr man von einem Bebauungsplan abweicht, desto größer ist das Risiko, dass es vielleicht nicht in der Form, wie Sie sich das gewünscht haben oder wie Sie es auch mit dem Architekten zusammen entwickelt haben, umgesetzt werden kann. Aber dazu möchte ich sagen, seien Sie risikobereit, freuen Sie sich auf Ihr Projekt, denken Sie quer. Wenn es niemand machen würde, würden diese alten Bebauungspläne niemals eine Überarbeitung bekommen oder irgendwie neue Befindlichkeiten der zukünftigen Nutzer erfüllen. Wir als Architekten unterstützen Sie insofern, dass wir mit Ihnen Ihre Wünsche abklären und schauen, was brauchen Sie, damit das neue Haus, der Anbau Sie so zufriedenstellt, dass es genau das ist, was Sie sich wünschen. Wir machen im Vorfeld Untersuchungen dazu, mit Vermessern, mit der Baubehörde. Wir führen Gespräche und Diskussionen, was ist theoretisch denkbar. Es gibt das sogenannte Gleichheitsprinzip. Das heißt, wenn ein Nachbar in Ihrer unmittelbaren Umgebung schon mal was Ähnliches gemacht hat, was abweicht vom Bebauungsplan, sind die Chancen sehr, sehr groß, dass Sie das Gleiche in der Form umsetzen können. Oder aber auch in einer etwas anderen Form. Da gilt es einfach, immer in der Diskussion zu bleiben. Die Chance ist einfach, dass Sie eine Struktur, die Sie vielleicht gerade neu erworben haben, auf Ihre Bedürfnisse anpassen können. Das Risiko kann halt eben sein, dass es aufgrund einer neuen notwendigen Planung, wenn es nicht genehmigt wurde, höhere Planungskosten gibt, dass sich das Zeitfenster verschiebt, dass es alles länger dauert und nicht zu vergessen eine emotionale Kurve, die Sie als Bauherr tragen. Sie identifizieren sich mit Ihrem Projekt und dieses Projekt wird möglicherweise so nicht genehmigt. Das heißt, dass Sie emotional davon auch betroffen sein können. Nutzen Sie aber die Chance, das Bauvorhaben so nach Ihren Wünschen umsetzen zu wollen und mit unserer Unterstützung das Bestmögliche für Sie rauszuholen. Lassen Sie sich einfach von einem Vorortarchitekten beraten, der kennt die Baubehörden gut, der weiß, wie da die Uhren ticken, der kann Sie gut beraten und vielleicht kommen Sie so ins Gespräch und entwickeln ganz neue Ideen, von denen Sie vorher noch gar nicht geträumt haben. Ich hoffe, Sie hatten ein bisschen Freude mit dem Video. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Lars Kratzeller von den Spätarchitekten. Vielen Dank.